Rechtsherzinsuffizienz. Was hilft außer Wassertabletten? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Ihr Herz nicht mehr richtig arbeiten will, wenn Sie unter einer Herzinsuffizienz leiden, dann gibt es viele Methoden, Ihnen zu helfen, denn jede Erkrankung verläuft anders. Und es kann sowohl die linke Herzhälfte als auch die rechte betroffen sein. Bei mir ist Privatdozent Dr. Tudor Konstantin Pörner. Er ist Chefarzt der Kardiologie und Pneumologie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben. Sehr gerne. Vielleicht als erstes, Herzinsuffizienz spielt hier eine große Rolle in Deutschland. Auf jeden Fall. Das ist in allen Industrienationen und inzwischen auch weltweit die häufigste Sterblichkeitsursache und bei uns zu Lande eine der führenden Ursachen für Krankenhausaufenthalten. Ja, was genau passiert da? Also wodurch entsteht diese Schwäche, sagen Sie ja nicht, sondern Insuffizienz, wodurch? Ja, die Herzinsuffizienz ist eigentlich die Folge von verschiedenen kausal sehr unterschiedlichen Herzerkrankungen, beginnt mit der häufigsten Ischämie des Myokardes, also chronische oder akute Koronarsyndrome, sprich Herzinfarkte, gefolgt natürlich auch von Herzklappenerkrankungen, meistens erworben im höheren Alter, aber auch seltenere Formen nach einer Herzmuskelentzündung, auch nach bestimmten Herzrhythmusstörungen, nach Speicherkrankheiten etc. Die Herzinsuffizienz ist, wenn Sie wollen, die letzte funktionelle Etappe, wo insgesamt das Organ den Anforderungen des aktiven Lebens nicht mehr gerecht wird. Ja, Stichwort aktives Leben. Welche Symptome gibt es für diese Insuffizienz? Luftnot, das ist das Leitsymptom. Ja. Also das zeigt eine Lungenstauung. Ja. Also der Zaun kommt näher dem Haus sozusagen. Die drei, vier Etagen werden eine oder zwei, das auch mit Schwierigkeit. Gefolgt natürlich auch von Beinschwellungen, wenn das rechte Herz auch mit betroffen ist. Und irgendwann auch Wasseransammlung im ganzen Körper bis hin zu Bettlägerigkeit. Ja. Gibt es da einen Unterschied bei den Symptomen zwischen der Insuffizienz des linken Herzens und des rechten Herzens? Ja, man kann das didaktisch trennen. In der Praxis kommen die sehr häufig zusammen. Also die Linksherzinsuffizienz ist eigentlich eine Symptomsumme, wo eigentlich die Lunge gestaut ist. Eine gestaute Lunge kann nicht mehr ohne extra Anstrengung arbeiten und der Patient verspürt Luftnot bei immer geringer Anstrengung. Ja. Das ist die Linksherzinsuffizienz und wenn auch der große Kreislauf Stauungszeichen dann hat, dann sind die Beine dick, Wasser sammelt sie an im Rippenfell, also Pleuragüsse, wie wir es medizinisch nennen, und so weiter. Und das Körpergewicht nimmt natürlich zu. Ja, jetzt sagten Sie ja vorhin, also entweder geht es darum, dass zu wenig Blut ins Herz reinkommt oder es gibt Stress mit den Klappen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, also die Herzkraft ist häufig vermindert. Das ist diese Form der Herzinsuffizienz mit verminderter Pumpfunktion. Das ist eine der häufigsten. Und dabei ist natürlich das Herz nicht nur schwach, aber vergrößert sich ja auch. Ja. Und irgendwann werden die Klappen undicht, also die atrioventrikulären Klappen, die Klappen zwischen den Vorkammern und den Kammern undicht, weil eben die Klappenringe dieser Vergrößerung des Herzens auch folgen und entsprechend nicht mehr abdichten. Ja, wenn man jetzt weiß, dass es eine Linksherzschwäche ist oder eine Linksherzinsuffizienz ist, wie fängt man da die Behandlung an? Ja, also wenn die Pumpfunktionsminderung festgestellt ist, dann gibt es zum Glück heutzutage einige Medikamentengruppen, die bewiesen sind, dass sie nicht nur die Lebenserwartung verbessern, aber auch signifikant die Lebensqualität der Patienten, Patientinnen verbessern. Also wir nennen sie die Big Four, da sind ja vier Substanzgruppen, die eigentlich bis auf absolute Kontraindikation immer dabei sein müssen. Ja, und helfen die auch für die rechte Seite? Leider nicht. Man muss sagen, die
rechtsprävalierende oder rechtsführende Herzinsuffizienz ist nicht nur ein Begleitphänomen, aber manchmal auch eine eigenständige Erkrankung. Deshalb muss man das eingehend untersuchen und auch tatsächlich einordnen. Und für die rechte Herzhälfte, wenn man so will, gibt es keine bewährte medikamentöse Therapie außer Entwässerung, was natürlich nicht immer von allen so vertragen werden kann und nicht immer erfolgreich ist. Ja, genau. Wir sprechen ja eigentlich über beide Herzhälften, aber ich glaube, für die Linke gibt es schon viele gut beschrittene Wege, aber bei der Rechten scheint es ja so zu sein, wie Sie sagten, da hat man es oft lange mit Wassertabletten versucht und ansonsten gesagt, du musst damit leben. Sagen Sie das dann nicht wahrscheinlich? Man kann was machen. Naja, wir lernen. Wir lernen in den letzten 10, 15 Jahren insbesondere durch die Entwicklung der minimalinvasiven Therapien, die sicherlich erstmal gerichtet sind oder waren auf die Klappen der linken Seite, auf die Aortenklappe, auf die Mitralklappe. Dann haben wir natürlich auch gesehen, dass jede Menge Patienten doch nicht so profitieren davon. Und die Studien zeigen, dass wenn tatsächlich eine Rechtsherzkomponente mit dabei ist, dann ist nicht nur die Prognose, also die Mortalität der Patienten in Exzess, sondern auch der Therapieerfolg bei Therapie zum Beispiel der linken Herzklappen, der Aortenstenose oder der Mitralinsuffizienz ist begrenzt. Das heißt, wir müssen die rechtsprävalierende Herzinsuffizienz, die Rechtskomponente immer mit im Blick haben. Das kennen die Kollegen aus der Herzchirurgie nur sehr gut, weil gerade nach Implantation eines Kunstherzens für die linke oder linksprävalierende Herzinsuffizienz häufig die Patienten profitieren nicht so viel, wenn die rechte Seite nicht mitzieht. Also das Herz hat zwei Hälften und beide tragen dazu bei, dass der Behandlungserfolg von Dauer ist. Was kann man denn dann tun für die rechte Herzhälfte, wenn Tabletten schon mal nicht helfen? Momentan tatsächlich nicht so viel. Also die rechte Herzkammer ist einmal dünner, hat nicht so viel Myokard. Dort spielen verschiedene Prozesse ein bisschen anders als auf der linken Seite. Allerdings, wir haben verstanden, dass in dem Moment, wo zum Beispiel die Rechtsherzbelastung durch eine Volumenbelastung, also durch zum Beispiel eine starke Undichtigkeit der Tricuspidalklappe, der rechts situierte atrioventrikuläre Klappe entsteht, dann kann eine zielgerichtete Therapie, die die Tricuspidalklappe dichter macht oder gar sehr dicht macht, helfen und auch die Prognose verbessert. Wir haben in den letzten 5-6 Jahren klare Studiendaten dazu, die uns auch ermutigen, die Tricuspidalklappe auch anzugehen mit interventionellen Mitteln. Und das tun wir auch bei uns in der Klinik. Und wie funktioniert das, sodass man sich das vorstellen kann? Die Tricuspidalklappe ist die größte Herzklappe des Menschen überhaupt als Fläche. Ist eine sehr komplexe Struktur, ist viel komplexer als auf der linken Seite. Die Mitralklappe kann nicht nur 3 Taschen, kann auch manchmal 4 oder 5 auch haben. Man muss erstmal richtig lernen, diese Klappe mit Echokardiographie, das ist die beste Methode, abzubilden und um zu verstehen, welche Mechanismen dazu tragen, dass die Klappe undicht ist. Und dann können wir natürlich eben diese primäre Ursache adressieren. Ist eigentlich der Ring schon so weit dilatiert, dass die Klappe gar nicht mehr sozusagen zu Schließung kommt? Also ausgeleiert, ja. Ausgeleiert, wie Sie gut sagen. Ja. Dann kann der Ring zum Beispiel durch ein Banding, der Devices nennt sich Cardioband, kann man damit auch diese Ringfläche reduzieren und die Undichtigkeit auch verringern. Da ist aber eine relativ extreme Form. Wenn allerdings punktuelle Defekte da sind, ne, also wo diese Insuffizienzjets entstehen, die können wir durch Clipping-Verfahren, wir haben zwei Systeme, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn wir sie einsetzen und Erfahrung damit haben, dann können wir auch gut unterscheiden. Und damit haben wir eine zielgerichtete, patientenindividualisierte Therapie dieser Form der Rechtsherzbelastung in der Hand. Darüber hinaus gibt es natürlich leider viele Patienten, die sehr spät kommen, wo man an der Klappe und auch am Ring nicht mehr viel Vernünftiges machen kann. Denen kann aber trotzdem geholfen werden. In der Situation, wo wir wissen, dass die Herzchirurgie eigentlich keine vernünftige Methode mit einem akzeptablen Risiko liefern kann, durch zum Beispiel eine
heterotope Klappenimplantation helfen. Heterotop heißt nur, dass wir neue Klappen einbauen, nicht an der Stelle der alten Klappen, sondern in die Hohlvenen, die eigentlich die zuführenden Röhren sind, sozusagen, die das Blut in das Herz, in das rechte Herz bringen. Und die sind natürlich auch immer belastet. Da fließt das Blut zurück in diese Hohlvenen, wenn das rechte Herz versagt. Und wenn wir sie mit speziellen Stentklappen dicht machen, dann haben wir das Problem meistens komplett beseitigt und die Leber kann sich entstauen, der Körper kann sich entstauen. Das nennen wir heterotope Tricuspidalklappenersatz. Und das alles ohne den Brustkorb zu öffnen, sondern absolut. Einfach nur durch das sind alle Interventionen. Ne? Wir müssen natürlich nur die Patienten so gut, nicht nur echokardiografisch, aber auch klinisch betrachten, auch in ihrer psychogenen Komponente, also was erwarten die Patienten von uns, was sind sie in der Lage mitzugehen, würden sie noch mal ein zweites Verfahren mitmachen, wenn das erste nicht klappt. Was haben die ja für Ziele in ihrem Leben, also ist nur Überleben wichtig oder auch Lebensqualität und dann zusammen mit unseren Herzchirurgen und mit unseren Bildgebern versuchen wir natürlich die beste Therapieoption für sie herauszuarbeiten. Ja, wir sprechen ja jetzt bereits über den Eingriff, also über den kardiologischen oder eventuell auch der von den Kollegen der Chirurgen. Bin ich danach geheilt? Also was ich mich so frage, das ist ja eine chronische Krankheit eigentlich und wie groß ist mein Teil daran oder die Verbindung zu meinem Hausarzt? Oder reicht es einmal bei Ihnen gewesen zu sein? Nein, Sie sprechen genau das Problem. Herzinsuffizienz kann man nicht heilen. Außer in ganz, ganz seltenen Situationen nach einer Myokarditis. Aber dann heilt das Organ meistens von selbst. Die Herzinsuffizienz ist eine chronische Situation, die will verstanden werden vom Patienten, akzeptiert werden und kontrolliert werden. Und das kann nicht die Aufgabe des Krankenhausarztes dann sein. Also wir liefern unser Anteil bei der akuten Dekompensation, indem wir den Patienten wieder rekompensieren, beraten, eventuell auch Interventionen behandeln, wenn das notwendig ist. Aber dann gehört der Patient zu Hause monitort, am besten durch sich selber, wenn das nicht mehr möglich ist, natürlich auch durch adjuvante Mittel. Also hier kann Telemedizin enorme Beiträge leisten. Aber sicherlich muss alles in der Hand des primär behandelnden Arztes dann bleiben. Ja. Und das ist natürlich der Hausarzt und der Kardiologe in der Niederlassung. Ja, das heißt also, dass Ihr Fach, also sprich die Präzisionsmedizin, immer nur ein Teil ist von der Gesamtbehandlung einer solchen tiefgreifenden chronischen Krankheit. Absolut. Also Präzisionsmedizin ist das, was wir uns immer wünschen, für uns Angehörigen. Aber es ist ganz klar, das ist eine extrem aufwendige Medizin, nicht im Sinne nur von Geld, aber auch von Technologie, aber auch von Ressourcen, von humanen Ressourcen. Die werden immer knapper, die Patienten werden immer mehr. Wir leben auch alle länger, deshalb haben wir mehr Herzinsuffizienz. Und insofern müssen wir selber als Patienten das Problem in die Hand nehmen. Das bedeutet Kontrolle des Körpergewichts, der Symptome, Algorithmen, was ist denn zu tun, wenn ich 2 Kilo zugenommen habe, zu wem gehe ich, wo rufe ich an, was kann ich denn selber tun? Und da denke ich, dass einmal die künstliche Intelligenz durch verschiedene Einsätze hier als Arztavatar, aber auch die Telemedizin auch viel, viel helfen kann. Jedenfalls kann nicht der Weg in die Notaufnahme wie bisher die Lösung für jedes kardiale Symptom sein. Das schaffen wir nicht. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!